Schauen Sie sich um. Wir sind umgeben von Lebensspuren. Spuren, genannt Kunst. Malerei, Zeichnungen, Collagen, Skulpturen. Kunst. In meiner Kindheit gab es ein geflügeltes Wort. Kunst ist schön, aber Kunst macht nicht satt. Ich hoffe, dass Ihr Appetit auf Kunst in dieser Ausstellung von Bild zu Bild wächst. Unersättlich. Sie werden sehr schnell erkennen, Kunst folgt den Spuren, die die Lebensjahre in uns hinterlassen haben und denen wir nachspüren können. Spüren? Ja, Kunst hat auch viel mit Spüren zu tun, mit Fühlen, mit dem sich Öffnen für die Schwingungen hinter dem Sichtbaren. Kunst ist ein Dialog mit der Erinnerung. Aber Kunst ist hier und heute auch, dass wir bereit sind, ein Kunstwerk als Spiegel zu erkennen, indem wir uns begegnen. Aber das betrifft nicht nur die sichtbaren Bildwerke, die uns so facettenreich umgeben. Es betrifft auch die Worte, die uns in den Bildtiteln entgegentreten und die für uns Spuren legen, denen wir folgen sollen. Worte, Ihre Worte, meine Worte, Spuren Ihres Lebens, meines Lebens. Wenn ich nun hier als Autor zwischen so vielen visuellen Ereignissen aus der Überfülle meiner Lebensjahre Geschichten, Verse und Lieder schöpfe, dann führt oft auch eine Spur unmittelbar zu ihrem Ursprung zurück. Zu einer Idee, vielleicht auch zu einem Schlüsselwort, dessen Wurzeln ich an einem Ort finde, an dem meine Sprache zu Hause ist. Eine besondere Spur führt mich immer wieder an einen poetisch so anekdotenreichen, so vorgeprägten Ort wie das Kaffeehaus. Das Kaffeehaus ist das Wartezimmer der Poesie, schrieb eines der deutschen Dichter Hermann Kästner. Und wenn es auch das charakteristische Wiener Kaffeehaus als Treffpunkt, vielleicht sogar als Lebensmittelpunkt eines Autors nicht mehr gibt, so verbinden sich doch mit dem Kaffeehaus in meinem Leben sehr konkrete Erinnerungen. Da ist das Café Central in Budapest zum Beispiel. Da ist die legendäre Jama Michalika, die Höhle des Herrn Michalik in Krakau. Da ist das Café Kafka in Prag. Oder aber fast vor meiner Haustür die Dortmunder Cafés, die schon für meinen Vater Inspirationsorte waren. Ich fand ihn oft im Café Schwarzhof, das heute Café Hemmer heißt. Hier notierte ich auch viele Jahre später bittere Verse, als das Rauchen in öffentlichen Räumen, also auch in den Cafés, verboten wurde. Es hängt mein Hut noch im Café. Schauen Sie mich an, ich stehe auf der Straße. Mein Stammplatz im Café ist raucherfrei. Wen stört die Pfeife? Es war doch in Maßen. Nun sorgt sich um mein Wohl die Polizei. Die Hausfrauen mit den großen Einkaufstüten, ich sehe durchs Fenster sie an meinem Tisch. Ich sehe die Gabeln durch die Torten wüten. War das mein Paradies? Ich glaub's ja nicht. Mein Wohnrecht im Kaffeehaus ist erloschen. Schauen Sie mich an, es tut noch immer weh. Die letzten großen Phrasen sind gedroschen. Nun hängt mein Hut noch einsam im Café. Verse aus den Spuren eines verlorenen Paradieses. Doch noch immer steht der Pfeifenständer mit den kostbaren braunen Kolben auf meinem Schreibtisch. Geblieben ist auch das, was ich hier meinem Notizbuch anvertraute. Rauchfrei, fantasielos gesund. Und der Hut vielleicht irgendwo. Und jetzt nehmen wir doch mal die Liste der Bildtitel dieser Ausstellung zur Hand. Und gehen wir zu meinem bescheidenen Ausstellungsbeitrag. Spuren frisch geschält ist der Titel einer Fotografik am Anfang meines Bilderzyklus. Aber nicht die Kartoffelschalen sind mein Thema, es sind Brillen, ganz prosaische Brillen. Es mag am Alter liegen, aber wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer ein Brillenproblem. Ich vergesse meine Brillen in einem Kaffeehaus, in meiner Zweitjacke in einem Hotelzimmer oder ganz gedankenlos auf einer Parkbank unter einer Zeitung, die ich nicht im Papierkorb nebenan entsorgt habe.
Oder ich habe wieder mal die falsche Brille schon zu Hause eingesteckt. Und dann ist Holland in Not, wie ein altes Sprichwort sagt. Holland? Nein. Die Lösung des Problems liegt meist nur ein paar Schritte entfernt. Billigbrillen aus einem deutschstämmigen Drogeriemarkt im Budapester Westend zum Beispiel. Oder in der Krakauer Florianstraße. Oder aber schlichtweg bei DM oder Rossmann auf dem Dortmunder Wissen-Hellweg. Brillen geben auch immer wieder den poetischen Durchblick frei. Mein Budapester Aprilgedicht zum Beispiel profitierte wohl auch von meinem neuen Durchblick im Literatencafé Zentral. Der Abend ist aus kühlem Stoffe. Der Regen träumt vom Regenwald. Der Penner pennt, die Hose offen. Dahinter bleibt die Küche kalt. Nichts will in meinem Kopf leuchten. Ach, bitte noch ein Gläschen Wein. Ich möchte mir die Zunge feuchten und dann ein Mann fürs Grobe sein. Ja, Budapest ist immer wieder eine verlässliche Inspirationsquelle. Das faszinierende Krakau nicht minder. In einem meiner Notizblöcke aus der Jama Michalika fand ich die folgenden Verse. Im schwarzen Kaffee spiegelt sich die Stunde. Ein graues Haar ertrinkt im heißen Sud. Das Brillenglas verschleiert diese Runde aus vielen Schritten um den eigenen Hut. Und dann? Unterm Himmel frommer Sprüche lockt das Glockenspiel der Löffel. Und bei Wiener Käsekuchen bleibt die Donau, wo sie ist. Denken Sie bitte daran. Ich lade Sie ein, wenn Sie Entspannung suchen, die Welt durch meine Brillen hier zu sehen. Wenn Sie danach den alten Bock verfluchen, dann wissen Sie ja, wo die Schnäpse stehen. Prost!